Die Petrikivka-Malerei ist ein origineller Stil der dekorativen Malerei in der Ukraine und wird seit dem 5. Dezember 2013 in der repräsentativen Liste der immateriellen Kulturerbnis der Menschheit der UNESCO gelistet. Benannt ist der Malstil nach dem Zentrum der volkstümlichen Kunst der ukrainischen Ortschaft Petrikivka, die nordwestlich der Stadt Dimotrofis liegt. Die Bewohner des Dorfes Petrikivka schmücken ihre Wohnräume, ihren Hausrat und Musikinstrumente mit Malereien, die sich durch einen reichen symbolischen Stil mit herrlichen Blumen und anderen natürlichen Elementen auszeichnen. Im Volksglauben bieten die Gemälde den Menschen Schutz vor Leid und dem Bösen. Die Petrikivka-Malerei ist integraler Bestandteil des täglichen Lebens der Gemeinde. In jeder Familie gibt es mindestens einen Träger der Tradition und sie wird auch in den lokalen Schulen gelehrt. Die ukrainische volkstümliche Petrikivka-Malerei ist reich an Symbolik und zeugt von einer sorgfältigen Beobachtung der lokalen Flora und Fauna. Sehr oft werden auch imaginäre Pflanzen dargestellt. Die Künstler tragen das gewünschte Muster direkt auf, ohne diese im Voraus zu skizzieren. Die Muster werden mit Instrumenten wie dünnen Pinseln und Stängeln aufgetragen. Für einige Elemente werden auch einfach nur die Finger verwendet.